Yo Freunde, hier ist Timur. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid in einer neuen Runde von Timur Talks. Und ich wurde gefragt, wer denn meine persönlichen Vorbilder sind oder Persönlichkeiten sind, die ich bewundere. Darüber spreche ich in diesem Video. Habt ihr Spaß. Also Vorbilder so richtig, dass ich jemandem nacheifer, habe ich so direkt eigentlich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die ich zutiefst bewundere. Da fallen mir auch direkt welche ein für verschiedene Eigenschaften, die sie irgendwie haben und Einstellungen zum Leben. Eins meiner Vorbilder in der Filmbranche zum Beispiel ist Till Schweiger. Till ist jemand, der als Schauspieler auf jeden Fall irgendwie alles gefühlt geschafft hat. Der hat von Lindenstraße bis Inglourious Basterds hat er richtig heftige Filme gemacht, auf jeden Fall. Der aber dann auch gesagt hat, okay, als Schauspieler, finde ich, ist man auch immer so ein kleines Rad auch irgendwie. Man ist so ein Dienstleister, man spielt seine Rolle, auch wenn man vielleicht, selbst wenn man die Hauptrolle ist, dann wird so diese Person so gehypt, aber dahinter steckt ein riesiges Team, die vorher das Drehbuch entwickelt haben, über Jahre vielleicht, und die hinterher den Film fertig geschnitten haben. Jemand, der macht Sounddesign, bla 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 und so weiter. Und Till hat irgendwann gesagt, dass er seine eigenen Filme macht und das extrem erfolgreich. Er ist heute einer der erfolgreichsten Filmemacher überhaupt. Ich glaube, er hat über 500 Millionen Umsatz mit seinen Filmen generiert. Das ist unglaublich, finde ich. Aber noch beeindruckender an ihm finde ich, was er für eine Persönlichkeit ist. Weil er jemand ist, der ganz viel Hate auch abbekommen hat und trotzdem immer seine ehrliche Meinung zu Themen gesagt hat und sich immer geäußert hat. Ich weiß auch noch, wie er sich für Flüchtlinge eingesetzt hat. Ich glaube, er hat auch echt so Morddrohungen bekommen und alles Mögliche. Das finde ich extrem bemerkenswert, dass jemand sich nicht anpasst, sondern trotzdem seine Meinung sagt und dazu steht, extrem authentisch. Das bewundere ich sehr. Und eine andere Sache, die mich irgendwie an ihm sehr fasziniert, ist, wie bodenständig er ist, trotz dieses Riesenerfolgs. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass wir den Film Klassentreffen 1.0 gedreht haben. Ich hatte da nur eine ganz kleine Rolle, 2 Drehtage. Und wir hatten dann ein Bergfest. Das heißt, der Film war zur Hälfte fertig und ich kam viel zu spät. Weil ich hatte davor Konzert mit Alexander Knappe und kam viel zu spät zur Party sozusagen. Und da werden dann halt schon Ausschnitte gezeigt vom Film. Ich muss dazu sagen, Till ist verrückt. Während der Umbaupausen am Set schneidet der den Film. Also ihr könnt am nächsten Morgen halt so die Szenen von gestern sehen. Normalerweise sieht man das so ein Dreivierteljahr später oder so. Er ist wirklich auch ein Freak, finde ich irgendwie. Das ist auch wahnsinnig inspirierend, was er für eine Arbeitsmoral hat und wie sehr er das liebt, was er da macht. Er macht es mit 100% Leidenschaft. Aber bei dem Bergfest kam ich eben zu spät und er meinte, ey, wie fandst du deine Szenen? Ich meine, sorry, ich hab's nicht gesehen, ich kam zu spät. Meinte er direkt, ey, hier ist meine Nummer, dann komm doch, wenn du willst, morgen vorbei, dann zeige ich sie dir nochmal. Und es ist selten der Fall, dass ein Regisseur dir überhaupt seine Nummer gibt und so weiter. Und dann habe ich das gemacht und hat er mir es gezeigt. Und ich hatte in dem Monat auch noch Geburtstag und dann habe ich gedacht, ey komm, ich kaufe den Wein, den er halt selber produziert, weil irgendwie, ich kenne mich jetzt nicht so doll aus mit Wein und er hat mir da so eine Flasche geschenkt, das hat ganz gut geschmeckt und ich dachte, okay, dann kann man doch auch das kaufen, so, das passt ja irgendwie so, warum soll ich jetzt irgendeinen anderen Wein kaufen? Habe ich ihn gefragt, ey, wo kann man den kaufen? Du bist natürlich auch eingeladen zu meinem Geburtstag, wenn du kommen willst. Aber ich denke mal, du hast keine Zeit, weil wir haben ja auch noch den Film gedreht. Und normalerweise ist es echt so bei einem Film, das ist so anstrengend, dass die Leute halt sagen, ey, ich kann am Wochenende mich nicht mehr jetzt auch noch treffen mit den Leuten, weil ich brauche Pause, weil es ist so viel und so. Und er hat gesagt, nee, ich komme auf jeden Fall. Er ist vorher noch in Zürich, weil er dann eine Rede halten muss für ein Event irgendwie mit Klitschko. Und danach muss er auch noch zum Geburtstag von Wotan Wilke Möhring. Aber ich komme gerne vorbei und ich bringe Wein mit. Und man muss dazu sagen, Berlin ist sehr groß. Er wohnt von mir so mit dem Auto auf jeden Fall eine Stunde weg und war davor noch in Zürich.
Und kam dann hier zu mir nach Hause. Es war noch ein bisschen wie mein Kindergeburtstag, ne? Also meine ganzen Freunde auch aus der Schule waren da und so. Und er kam einfach. Es war für manche auch ein bisschen irritierend. Aber er ist wahnsinnig bodenständig und war dann noch relativ lange auf der Party. Und er hat extra für den Geburtstag, meinte er, ich kann doch was vom Film zusammenschneiden, dann kannst du den Leuten das zeigen. Das ist so ein Vertrauen, weil die Leute hätten es auch abfilmen können, hochladen können. Da kann man richtig Ärger auch bekommen. Und er hat gesagt, nee, ich schneide etwas zusammen, das, was auch so nicht im Film dann war, sondern was für den Geburtstag halt irgendwie war. Das war so eine tolle Geste, obwohl wir uns jetzt gar nicht so lange kannten, also 2 Tage. Und er war mein Regisseur sozusagen. Wir haben da jetzt nicht so viel sonst miteinander zu tun gehabt erstmal. Auf jeden Fall wahnsinnig bodenständig. Trotz, dass er ein absoluter Megastar ist irgendwie. Und die Leute reden sehr viel Schlechtes über den. Und ich kann es immer nicht so hören, weil ich weiß, was er auch für eine tolle, warmherzige Persönlichkeit ist. Das inspiriert mich sehr. Noch mehr als der kommerzielle Erfolg, der dahinter steht tatsächlich. Eine andere Person, zu der ich aufgucke, irgendwie, die ich total inspirierend finde, ist mein Freund Frank Thelen. Frank kennt ihr aus Die Höhle der Löwen und der ist ein Investor, hat seine eigene Firma gehabt und so weiter verkauft und hat viel Geld verdient und investiert es in junge Unternehmen. Und ich finde ihn wahnsinnig inspirierend, weil er erstmal eine total spannende Geschichte hat. Er war selber auch insolvent und hat aber so ganz krasse Visionen von den Dingen, die er erreichen möchte und kämpft halt dafür mit extrem viel Energie. Ich finde das total beeindruckend. Er ist jemand, der in Technologien investieren möchte, die disruptiv sind und die Welt verändern können. Zum Beispiel war er, glaube ich, der erste Investor bei einer Firma, die heißt aus Deutschland, die heißt Lilium Aviation. Und die bauen elektrische Flugtaxis, die vertikal starten. Ich hoffe, dass sie bald kommen werden. Und das ist so eine Sache, wenn mir davon jemand erzählen wollen würde, ja, ich will so eine Firma aufmachen und wir wollen Flugtaxis entwickeln und wir haben selber noch nie ein Auto vorher gebaut oder ein Flugzeug gebaut, wir wollen es trotzdem machen, würde man vielleicht erstmal denken, ey, du bist ein bisschen verrückt, da nimmst du dir ein bisschen viel vor. Und Frank ist jemand, der sagt, ey, das könnte wirklich was verändern und ich steig damit ein und möchte dich fördern und steckt da sein ganzes Herz rein und ja, ist dahinter mittlerweile, ist das, glaube ich, schon ein riesiges Unternehmen. Ich finde das nur wahnsinnig inspirierend und dass er jemand ist, der wirklich sagt, er möchte dabei sein, Technologien zu entwickeln, die die Welt verändern, die unser Leben besser machen, die vielleicht auch unseren Planeten retten und wirklich etwas Sinnvolles der Welt mitgeben und zurückgeben. Weil ich meine, man könnte auch Investments in ganz andere Richtungen machen, wo man vielleicht viel leichter, schnelles Geld verdient. Aber er ist sehr fokussiert halt eben auf Technologien, die den Menschen wirklich was bringen und unser Leben verändern. Ich glaube, dass man mehr so eine Visionäre braucht. Und weil ich verstehe es auch, wenn man Angst hat vor so Themen wie künstlicher Intelligenz, dass der Computer schlauer wird als wir und ich finde es wichtig, dass es Leute gibt, die sich damit wirklich auseinandersetzen und auch in Kontakt mit Politikern ist und das gemeinsam entsteht und es nicht irgendwelche Supermächte gibt, USA, China, Russland, die dann ein Monopol irgendwo haben, sondern dass er jemand aus Europa ist, aus Deutschland ist und auch versucht, hier etwas aufzubauen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Land viel zu mächtig werden würde. Und das hängt halt auch eben viel mit der Wirtschaft zusammen. Das finde ich wahnsinnig inspirierend, dass jemand da so viel Leidenschaft mitbringt und auch gleichzeitig wieder so wirklich auf dem Boden geblieben ist. Frank findet dann auch die Zeit, sich mit mir irgendwie zu treffen und mir auch mal einen Ratschlag zu geben oder so, was ihm vielleicht auch bei seiner Arbeit jetzt gar nichts bringt. Also er ist wirklich ein toller Typ, den ich sehr schätze. Und ich finde es sehr bewundernswert, wie seine Sicht auf die Welt ist, auf die Zukunft ist und was er da noch mit beisteuern möchte. Das sind auf jeden Fall 2 Personen, die mich sehr inspirieren, die auch sehr unterschiedlich sind. Und eine letzte Person, die für mich auf jeden Fall ein Vorbild ist
mein Vater, der zwar schon verstorben ist, aber von dem ich sehr viel gelernt habe, weil er ist von allen Menschen, die ich tatsächlich kennengelernt hatte, der hilfsbereiteste Mensch, den ich irgendwie kannte. Immer wenn ich ihn was gefragt habe, hat er gesagt, ja, okay, ich helfe dir, und hat irgendwie immer einen Weg gefunden, mir eben zu helfen. Und ich kriege selbst heute noch von irgendwelchen Kollegen von ihm, die ich teilweise auch nie kennengelernt habe, Nachrichten, wie hilfsbereit er war, wie sie ihn vermissen, und erzählen mir Anekdoten von der Arbeit, wie er ihnen total uneigennützig geholfen hat. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend, und das ist eins der wichtigsten Sachen, die man tun kann, eben anderen Leuten zu helfen. Ich glaube auch an Karma, das Ganze kommt auch dann irgendwann wieder zurück. Und ja, das ist eins der wichtigsten Sachen, die ich durch ihn gelernt habe, und ist auf jeden Fall für mich auch ein Vorbild. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren, wer für euch Vorbilder sind. Bin ich sehr gespannt, und warum dann natürlich auch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken. Viel Spaß bei den nächsten Videos. Folgt mir gerne, teilt die Videos, und ja, peace out.